Oh, ich bin so aufgeregt. Haben wir es jetzt geschafft, die Chlor-Indianer zu finden und zu befreien? Was haben wir denn hier? Oh, wir brauchen noch ein bisschen Stamina. Einmal so einen Reggen-Trank schmeißen. Direkt hochreggen. Sicherheitshalber einmal voll heilen. Ja, ich denke, ich werde auch nochmal irgendwie was reinschmeißen hier. So kleine Tränke nochmal. Und dann. Moment, können wir den nicht. Können wir den nicht so hier befreien, wenn wir hier von hinten das da wegschlagen? Moment. Ist er gerade. Einmal hoch, 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 hoch. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Fieser? Wow. Und jetzt noch so ein blöder Geist hier. Ich sehe schon kommen, ey. An diesen Obermods an Gegner. Da habe ich keine Probleme, aber dieser blöde Geist gibt mir so den letzten Hit. Oh, Mann, da findet man jetzt mal so ein Prison. Und dann kommt so ein blöder, nerviger Spirit. Komm her. Komm her jetzt. Mein Junge, ich habe keinen Bock mehr, wegen dir jetzt gleich abzukacken. So. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich grabe mich mal so ganz langsam vorsichtig hier runter. Mal gucken, ob das was bringt. Also auf jeden Fall liegt da wahrscheinlich ein Toter. Oh Mann, ich hätte ihn wohl noch nicht befreien sollen. Aber okay, das kann man ja nicht ahnen, was da alles auf uns zukommt. Wow, cool. Aber das scheint wohl tatsächlich das zu sein, was wir suchen. Prison. Finde eines der Gefängnisse, wo sie festgehalten werden und besiege die Wachen. Ja, ihr seid lustig, Leute. Die Wachen haben wahrscheinlich hier nur 200 Leben. Der Butcher. Und da ist noch irgendwas anderes drin, ne? Ach, da sind zwei. Ach, nur den. Komme ich dann noch wieder raus? Habe ich mich ein hier. Moment. Moment. Ja, das wäre jetzt perfekt wieder für meine Fernkampfattacke. Da könnte ich die super einfach besiegen. Kann ich da so ein bisschen. Ja! Ich kann sie platt machen. Yeah! Es sind ja nur drei. Okay, besser als gar nichts. Ne, besser als gar nichts, Leute. Ihr wisst ja, sonst sterbe ich und ich will jetzt vorankommen. Okay, 5 Minuten später. Ich mache natürlich jetzt auch allen Schaden. Anscheinend hier. Ich kann ja mal durchseppen. Ja. Egal. Wir schaffen es auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Boah. Ja, man kann doch fiese Taktiken finden. Dafür ist die KI dann doch zu dumm. Und ich habe zu viel Schwein. Na komm. Boah, das wird gleich viel Seelen geben wahrscheinlich. 2600 haben wir jetzt. Mal gucken, was wir da gleich rauskriegen. Moment. Ja, einen haben wir anscheinend befreit, oder was? Na komm. Ich bin ja noch ein bisschen schissig, muss ich sagen. So, wir haben sie befreit. Befreie einen aus seinem Gefängnis. Moment. Hoffentlich war das jetzt nicht der eine, der da oben hing. Ich den jetzt getötet? Gute Frage. Weil das ist ja doof. Ich will sie ja nicht töten. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich brauche gerade mal die Plattform. Was ist denn, wenn ich jetzt hier die Rückwand wegschlage? Achso, ich habe ja erstmal gar keine Fackeln. Moment. Ich werde erstmal. Pass mal auf. Ganz ruhig, Leute. Erstmal Fackeln verteilen hier. So. Habe ich noch genug Leben? Ja. Nein, ich will mich nicht verwandeln. Ich will hier abschlagen. Habe ich die jetzt eingesammelt oder was?
Ah, da sind sie. Okay, die leben noch. Die anderen scheinen wahrscheinlich schon alle tot zu sein. So, gib mir nicht auch einen Sack, Junge. Ja! Und was? Gib jedem Befolkner einen Job. Wo ist er? Wo ist er? Okay, machen wir gleich. Wir sind ja jetzt sowieso schon hier unterirdisch. Ich hätte natürlich gerne diese geilen Folterinstrumente auch als Deko für oben. Ja, die sind wohl alle schon tot, ja. Schade. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen. Das ist ja schon mal geil. Aber die Folterdeko, die nehmen wir mal mit. Oh ja, Moment, pass mal auf. Wir müssen jetzt überall mal Fackeln verteilen. Nein, Geist, geh mir nicht auf den Sack. Aber das mit der Arbeit, das ist natürlich auch interessant. Komm, gucken wir mal rein. Power Potion, sehr gut. Geist, lass mich in Ruhe. Den Rest kennen wir schon. Eine kleine Bombe. Augen. Ey. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Mann, die Geister nerven. So, nehmen wir die mit. Ja. Wobei eine goldene hätte ich aber noch gerne. Die Deko ist auch geil. Sehr, sehr schön. Kerzenständer. So, jetzt. Ah, immer mit den 11 Schaden. Das ist ja echt gar nichts, was wir hier an Schaden machen. Hm, okay. Das scheint wohl überall dann diese verteilten Gefängnisse zu geben. Wo man die dann befreien kann. Und hier ist noch eine Kiste. Die machen wir natürlich mal auf. Sehr schön. Ich glaube, ich werde erstmal ein paar Augen futtern, oder? Hm. Ja, wir gönnen uns mal ein paar Augen. Da. Auf jeden Fall erstmal eins. Aber wer weiß, vielleicht können wir das ja noch weiter zu bearbeiten. Oder wir züchten uns unseren eigenen Zombie oder was auch immer. Das ist schon eklig, ne? Haben wir schon gegessen, wir haben schon ein Herz gegessen. Yam, 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 yam. Lecker. Hm. Ja, cool. Was mich natürlich jetzt reizt, ist hier in der Nähe ein weiteres Gefängnis. Oder war das jetzt einfach nur Zufall? Wir können ja die Quest erst erfüllen, wenn wir wieder nach oben kommen. Hm, gute Frage. Werden wir uns jetzt nach oben graben? Oder wenn wir weitersuchen, bis wir sterben? Ich glaube, ich werde jetzt erstmal sagen, komm, wir gucken mal, ob wir jetzt noch eine goldene Kiste oder irgendwie was finden. Oder bis da Gegner kommen, die echt hardcore sind. Oh ja, Gold, Gold, Gold. Genau, und wir wollten ja noch Gold sammeln. Ach, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Und wir wollten noch den Eingang von dem Cave finden. Und über geile Monster töten hier. Ja. Yeah. Einfach mal kurz abhauen. Ja, ich hau mal lieber kurz ab, bevor ich gleich wieder sterbe. Wow, erstmal was Futter. Hm, was machen wir hier? Einmal Stamina-Regen, Normal-Regen. War doch hier, ne? Regen, Live-Reg. Ja, ist sehr schön. Aber auch solche Tränke, wenn wir noch solche finden, das wäre auch super. Weil es soll sich ja auch lohnen. Wir verballern ja schon eine ganze Menge. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar coole Kisten finden und auch nochmal eine goldene, die ich dann auch mal aufmachen kann, weil mich ja schon interessiert, was da für ein geiler Scheiß drin ist. Wow. So. Wir gucken nochmal ein bisschen weiter. Doch, doch. Jetzt bin ich gerade in Stimmung gekommen. Ich war ja vorher so ein bisschen so, komm nicht voran. Aber ihr kennt das ja, man muss lang genug rollen. Geht doch. Und wir brauchen was zu futtern, was auch Leben regeneriert. Herz. Nee, stimmt, ich wollte es mal aufbewahren. Giblets. Etwas von Innereien. Ja, sehr schön. Innereien, immer lecker. Hm, Salat. Aber auch Level Life Rack 2. Alles in Level 1, ja. Oh, das ist doch cool. Da können wir uns noch mal einen von.
Oh ja, jetzt geht das Schild hoch. So muss das sein. Komm, den nehmen wir noch mit, den Amethysten. Ja, ich hatte den... Achso, den Jove nochmal gefragt, ob er gute Vorschläge hat, was ich noch so machen kann. Ich hatte dann von ihm einen sehr schön bekommen. Und zwar fangen doch nochmal verschiedene Monster. Ja, ich weiß, ich habe schon öfter mal angekündigt, aber vielleicht auch mal tatsächlich mal umzusetzen. Allerdings dann natürlich überirdisch. Moment, nee, ich will mal ein bisschen weiter runter. Ich will jetzt mal gucken, weil die goldenen Kisten sind ja eh weiter unten. Moment, was ist... Was ist das denn da oben? Sieht auf jeden Fall cool aus, aber... Ach, das ist nur eine Holzkiste, obwohl... Man weiß ja nie. Ach komm, pass mal auf, wir gehen da jetzt mal rein. Wir gucken mal, was wir da so finden. Ja, super. Zwei fliegende Geister. Yay. Ah, wenn mir das zu viel wert, sonst haue ich hier doch wieder ab. Gut, ich brauche natürlich auch die Seelen, um die Kisten zu öffnen. Ne? Mach einfach viel zu wenig Schaden. So, jetzt kommt noch ein Kill hier. Jo, da ist wieder ein Freund von mir. Schlecht ran, ne? Von da unten. Oh, jetzt ist der nächste Geist hier. Scheiß drauf, komm. Das ist nur eine Holzkiste. Da wird bestimmt nichts Wichtiges drin sein. Ich hoffe mal. Noch ein Diamant mitgenommen. Ne, wir gehen jetzt weiter runter. Ich will noch eine goldene Kiste finden. Also das ist so das Minimum. Oder ein bisschen Gold. Ja, ich muss einfach nur meckern. Das ist doch cool. Oder ein zweites Gefängnis, damit ich vielleicht noch einen von den Indianern als neuen Mitarbeiter rekrutieren kann. Echt cool. So, komm. Gas hier, weiter runter. Ist auch sowieso immer geil. Wer verteilt die ganzen Sachen hier unten in den Dungeons? Das ist sowieso immer eine Frage. Irgendwie so ein Dungeon Keeper sein, der das macht. Hausmeister oder so. Na komm. Und noch ein bisschen weiter runter. Irgendwo jetzt auch mal wieder raus, wo wir hier auch uns ein bisschen fortbewegen können, außer uns nur runter zu graben. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich wieder den Tod wählen, als Möglichkeit schnell wieder hochzukommen. Wie gesagt, natürlich dann erst, wenn es geht, natürlich, wenn ich eine Kiste gefunden habe. Aber... abhauen hier. Sicherheitshalber mal. Ah, ich kann keinen Trank nehmen in dieser Gestalt. Sicherheitshalber mal einmal reggen hier. Hm, so, wo kommen wir denn jetzt hin hier? Ja, geh mir nicht auf Ledermaus. Mann, schon wieder vergiftet. Oh, das war ein cooler Spin gerade. Das sah gerade echt fett aus. Richtig fett sah das aus. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Du. Weißt du immer noch nicht, wofür ich die ganzen Steine brauche? Für das Zauber, ja, ich weiß, aber. Mal gucken, vielleicht werde ich sie ja dann irgendwann doch nochmal gebrauchen können. Ach, nö. Verdammt, komm, ich wieder nicht weiter. Ja, mal gucken. Ach, Stein ist mal doof. Oh, yes, noch ein Prison. Yes. Ich erinnere mich gerade an Prison. Nicht Prison Architect, sondern Prison Break. Tolle Serie. Echt toll. Hm, das heißt, wir müssen noch mal wieder hier voran. Also ich würde mich hier irgendwie mal so vorsichtig runtergraben oder gehen wir direkt in blind rein. Nee, also Moment. Mir sowieso nicht durch. Also wenn ich sterbe, dann ja. Wo seid ihr? Okay. Gut, pass auf. Ich glaube, ich nehme nochmal die gleiche Taktik so wie eben. Weil das hat ja gut geklappt. Da wieder den
Bis auf einen blöden Geist, der mir wieder auf den Sack geht. Aber so kann ich den Butcher ziemlich schnell töten. Gucken, wie viel Gefängniswerte denn dieses Mal da sind. Auch wieder 3. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen tiefer. Mal gucken. Ich werde mich hier einfach mal durchgraben. Mal gucken, ob ich ihn anlocken kann. Und wieder mit der Taktik vorankommen. Moment, also einmal hier hochspringen. Wo bist du, Butcher? Irgendwo war doch da eben. Oder ist er jetzt... Ah, jetzt ist er ganz runtergefallen. Moment, einmal hier. Da. Und einmal so eine Reckengeschichte nehmen. Ja, auch eindeutig mehr Leben. Und wo sind Fackeln? Jetzt ist eindeutig viel zu dunkel. Fliegen wir mal runter. Wieder mehrere. Moment, ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine super langweilige, tolle Methode. Nein, 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 nein. Ach, Mann, das ist doch zum Kotzen. Wieso falle ich denn wieder runter? Jetzt schon wieder dieser Bug, ey. Oh, Mann, scheiße. Ich habe doch Steinwert. Ich setze jetzt einfach Stein. Das ist jetzt völlig egal. Ach, den kann ich ja gar nicht so platzieren. Den muss ich einschmelzen. Komm, Holz hier. So, ach, das ist auch der Chunk jetzt. Mann, wo ist er denn? Wo ist er denn? Holzchunk, ich habe doch irgendwo Dirt, ganz viel Dirt. Da, so hier. So, jetzt falle ich nicht mehr runter. Ja, also meine Idee ist es, ich grabe mich hier runter und werde sie dann nochmal wieder von der Seite angreifen. Ja, spannend. Aber vielleicht finden wir dann ja hier noch den zweiten Gefangenen. Hoffe ich natürlich auch, dass die ganze Arbeit sich lohnt. Nicht nur der Seelenhalber, sondern auch natürlich dann auch... Der Indianermäßig. Und ich bin natürlich auch richtig gespannt, was da denn mit machbar ist. Aber es hat sich ja dann doch gelohnt, hier nochmal unterirdisch weiter zu gucken. Zumindest bis jetzt. Wenn ich sie denn auch schaffen werde. So, dann machen wir mal auch nicht Schaden. Sehr spannend wieder. Hau drauf! Hau drauf, Junge! Wow, da ist noch ein richtig fetter Butcher. 479 Leben, da kommt er gerade. Ja, da hätte ich keine Chance gehabt, wenn ich das so mache. Okay, die Jungs spielen hier gerade Jump'n'Run mit mir. Gut, komm. Machen wir noch platt hier. Oh ja, das ist spannend, aber anders keine Chance. Ja, da können die Macher wirklich noch mal ein bisschen an der KI arbeiten, damit es einfach noch mal schwerer wird. Okay, nur noch 270 Leben, yeah. Zwischen 7 und 11 Schaden mache ich hier pro Schlag. Ey. Oh Mann. Was soll's, Moment, ich gehe noch mal ein bisschen weiter runter hier. Anscheinend komme ich da nicht immer so hundertprozentig ran oder er muss zu sehr springen. Weißt du was? Ich gehe noch mal ganz runter. So, schon mal auf die richtige Ebene. Was? Will er mir jetzt Schaden machen? Oder kommt da was ganz Fettes? Jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Oh nein. Springen wir jetzt zusammen im Duett hier, oder was? Oh Gott. Aber ich habe ihn noch gleich. Na komm. Na geht doch. Tja, gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir hier finden. Hoffentlich dennoch ein Chlorinianer.